Ja, lieber Paul, herzlich willkommen beim Change Rider. Ich kann es erstmal nicht im Change Rider sagen, weil wir sind jetzt wegen Corona hier virtuell zusammen. Aber es ist großartig, dass du dir Zeit genommen hast und dass ich dir hier ein paar Fragen stellen kann. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da bin. Erstens hätte ich nie gedacht, dass ich mal im Change Rider sitze. Und zweitens, wenn ich schon da drin sitze, dass ich jetzt quasi nicht drin sitze, ist natürlich etwas frustrierend. Aber ich glaube, wir kriegen das auch so ganz gut hin. Cool. Ja, du bist ja ein ganz lieber, engagierter Adventure-Kollege und hast ja in den letzten zweieinhalb Wochen mit dem Team ja wirklich was Großartiges geleistet, jetzt gerade in diesen doch sehr turbulenten Corona-Zeiten. Erzähl doch mal kurz, was habt ihr gemacht, also so den klassischen Elevator-Pitch. Ja, sehr gern. Tatsächlich ging alles recht schnell. Wir hatten ja quasi gerade das Pech, ja, dass uns die Corona betroffen hat, wie alle anderen auch. Und dann habe ich irgendwann überlegt, bleibe ich jetzt in Berlin oder fahre ich nach Hause, falls eine Ausgangssperre kommt. Glücklicherweise bin ich nach Hause gefahren. Und da kam ich am Donnerstagabend an und habe zufälligerweise, mein Vater ist Mediziner, ein Telefonat mitgehört, wo die Fragestellung aufkam, dass eigentlich Live-Datenmaterial fehlt, nicht von den Leuten, die infiziert sind, sondern von den Corona-Kranken, Erkrankten, Infizierten, die quasi zu Hause sind, die aus Ischgl, aus Sölden und so weiter vom Skifahren zurückkamen, also die Dunkelziffer, die infiziert ist und zu Hause sitzt, beziehungsweise alle Fälle, die jetzt in Corona, in Quarantäne sind. Und die Zahl fehlt deshalb, weil 15%, das war dann so die Kennziffer, die anscheinend auch aus China schon erhoben wurde, so bis zu 15% der Leute, die in Quarantäne sind, infiziert sind, eventuell Medizinbetreuung brauchen, also intensivmedizinische Betreuung, also ins Krankenhaus müssen. Und dann von Adventure kommt, also eine Innovationsberatung, habe ich gedacht, es kann irgendwie doch nicht sein, dass diese Zahlen nicht existieren. Warum existieren sie nicht? Gesundheitsämter erfassen zwar die Infizierten, aber natürlich nicht die Dunkelziffer und haben auch gar nicht die Kapazität dafür. So, und dann kam um 22.30 Uhr, habe ich irgendwann die Idee ausgesprochen, eigentlich müsste man doch mit einer App die Leute befragen. Und um 22.40 Uhr hatte ich einen guten Kollegen am Telefon von unserer No-Code-Gilde bei Adventure, der gesagt hat, ja, das müsste eigentlich aufzusetzen sein. Um 2 Uhr in der Nacht hatten wir die erste Version der App, um 8 Uhr morgen die zweite Version der App. Und dann ging das Ganze vom Donnerstag an so weiter über diverse Rollouts sozusagen, dass wir am Sonntag live gegangen sind. Und tatsächlich auch ein bisschen, ich glaube, man kann davon sprechen, viral gegangen sind, in 24 Stunden 5000 Einträge hatten in der Testregion hier Schleswig-Holstein, Lübecker Umland. Aber es hat sich sehr schnell verbreitet, also auch aus Bayern, überall aus Deutschland kamen die ersten Nutzerzahlen. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben gesehen, da steckt auch wirklich in diesem Fragebogen, der zu mit einem Kontakt des Krisenstabs am Universitätsklinikum hier in der Region entwickelt wurde, also auch mit Medizinern entwickelt wurde, da steckt auch wirklich die Information drin, die brauchen könnten. So, und jetzt sind wir damit weitergelaufen und haben gemerkt, da steckt sogar noch viel mehr Information drin, als wir unsere Statistiken angeguckt haben, die man daraus hier ableiten kann, aus den Daten, die wir erhoben haben, haben wir gemerkt, also schon mit dieser kleinen, statistisch recht kleinen Menge von 5000 Einträgen, dann 6000 Einträgen, können wir quasi schon erkennen, wer Corona hat, wer also ein ärztlich bestätigtes Corona hat, ohne die Information aus dem Fragebogen zu haben. Heißt, wir fragen zwar ab, sind sie schon getestet worden und sind sie in Quarantäne und dann kann man angeben, ja, ärztlich angeordnet. Aber auch wenn wir diese Information weglassen, erkennen wir, wer Corona infiziert ist. Und daraus spinnen wir jetzt gerade weiter und machen das Ganze größer, weil wir erkennen, dass das Potenzial echt enorm ist, mit dieser Datenbasis aus der Bevölkerung ganz viele Informationen zu generieren, die die Ämter, Institute und so nicht generieren können. Und dementsprechend haben wir ein enormes Potenzial und wissen noch gar nicht, wie groß das Potenzial eigentlich ist und fahren da gerade weiter. Ja. Okay, und die App heißt ja Covid Pulse, ne? Wenn ich richtig informiert bin, kann man unten auch nochmal den Link nochmal einblenden. So, jetzt ist es ja so, für einige Zuhörer und Zuschauer denken sie jetzt, okay, krass, die haben jetzt da irgendwie in 6 Stunden so eine App entwickelt und dann lade ich die da runter. Wie kommt ihr denn in den App Store rein? Ne? Also erklär mal ganz kurz, also wie funktioniert der Prozess? Also wie funktioniert es wirklich dann auf dem mobilen Endgerät und wie findet überhaupt ein Download statt? Wie läuft das mit der Website und so weiter und so fort? Das Schöne ist ja, wir haben ja jetzt mittlerweile 2020, also eine App ist nicht zwangsläufig über einen Download im App Store verfügbar, sondern auch über eine gut designte Website, sodass man auf dem Handy gar nicht erkennt, dass es keine App ist, eigens entwickelt, sondern tatsächlich nur eine Website.
Und über diese Hergehensweise haben wir da mit unserer No-Code-Gilde halt schnell was hochgezogen, was wir jetzt auch über die letzten Tage echt nochmal mit einem Team weiterentwickelt haben, nochmal neu entwickelt haben, sogar auch wieder innerhalb von 24 Stunden. Also die Zeit ist hier wirklich wichtig. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ne? Für die relevante Zeit mit solchen Ideen, Initiativen zu starten, ist jetzt. Ne? Also letzte Woche, diese Woche, nächste Woche und dann schon haben wir den Ansturm. Ne? Also heute und gestern stand ja in der Zeitung im Elsass, 75 plus, wird nach Hause geschickt, ne? Werden nicht mehr beatmet. Das ist eine ganz krasse Situation, in der wir uns da befinden. Humanitär Hammerkrise hatten wir, also meine Generation kennt das nicht, hat das noch nie erlebt. Und ehrlich gesagt war das auch der Grund für die Initiative. Ne? Also wir haben uns gefragt oder wir haben gleich darüber nachgedacht, warum sollten wir das ja auch, ist ja auch pro bono, ne? Hat ja überhaupt keinen monetären Ansatz hinten dran. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Warum? Weil wir gemerkt haben, die ganzen Mediziner arbeiten im Moment Tag und Nacht. Ich weiß, die gehen um 2 Uhr nach Hause und kommen um 6 Uhr wieder ins Krankenhaus, sind fix und fertig und arbeiten um ihr Leben da. Was können wir tun? Wir sind eine Innovations- und Digitalberatung. Mit unserem Netzwerk sind wir also eine Beratung. Was können wir da tun? Wir haben halt die Kappa, sowas zu entwickeln und schnell zu machen. Und das ist unser Beitrag, den wir quasi leisten können. Und das war ja auch der Antrieb. Und deswegen auch da ein ganz großes Dankeschön, nicht nur an das ganze Team, das müssen wir vielleicht auch die Namen hier einblenden. Ich habe gerade gezählt, wir sind mittlerweile 17 Leute, die das neben ihren normalen Projekten gerade einfach so machen. Auch ans Management, inklusive dir, Philipp, die das ja auch total getrieben haben, der Idee sofort den Auftrieb gegeben haben, den wir jetzt gerade haben. Und das ist halt wichtig, dass wir jetzt damit, und da war ich stehen geblieben, dass wir jetzt rausgehen und diesen Benefit jetzt liefern. Und selbst wenn es nur die Daten sind, die wir generieren und merken, okay, Kapazitätenplanung von Krankenhäusern, die geben schon 100%. Sie werden jetzt vielleicht nicht sofort sagen, okay, die App sagt mir, die kommen erst in 3 Tagen, die ganzen Patienten in mein Krankenhaus, was ja ursprünglich der Plan war. Selbst wenn es nur die Datengrundlage ist. Wir können damit auch epidemiologisch natürlich einen enormen Mehrwert für die Institute und auch Ämter und so weiter liefern. Ne? Verstanden. Sag mal, wie ist der Weg eigentlich jetzt oder vor der App gewesen? Ja, also das heißt, wie haben denn die Krankenhäuser überhaupt die Daten gekriegt? Also wie war der zeitliche Verzug, wie war die zeitliche Roadmap, wie war da so ein Meldesystem? Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären jetzt im Gegensatz oder parallel zu eurem Weg über die App sozusagen, ja? Ja, selbstverständlich. Also wie uns der Weg bekannt ist, läuft das Ganze so ab. Das RKI meldet lokal an die Stellen, also Robert-Koch-Institut, lokal an die Krankenhäuser Anfang der Woche, Montag, Dienstag, die aktuellen Zahlen. Und die sind dann auch lokal eingeordnet. Die Zahlen liegen aber 5 bis 7 Tage hinter dem eigentlichen, hinter der eigentlichen Zahlen. Wir wissen das, wir haben diese Kurve alle gesehen, die Kurve derer, die bekannt sind und die eigentliche Kurve, die man nicht erfassen kann, die berühmte Dunkelziffer. Also nach 5 bis 7 Tagen kriegen die erst die Zahlen und leiten daraus ihre persönlichen oder ihre organisatorischen Schritte ab. Ich meine, die geben 100%, ne? Die leiten da mittlerweile auch schon gar nicht mehr so viel ab, sondern die bauen auf Kapazitäten, was nur geht. Aber es ist natürlich trotzdem relevant, wann ich einen Herzinfarktpatienten vielleicht nicht mehr ganz so gut behandeln kann, weil das Brett für einen Corona-Patienten gebraucht wird, wann eventuell Patienten aus Frankreich hierher gebracht werden, weil wir diese Welle noch nicht so haben. Ne? Diese Fragen stellen sich Krankenhäuser ja. Und die kriegen dann, wie gesagt, diese Zahlen und leiten das dementsprechend ab. Sie können und sie kriegen natürlich live von den lokalen Ämtern die Zahl der Infizierten. Was wir wissen ist, die lokalen Gesundheitsämter müssen 2-mal die Woche mit Corona-Patienten, mit ihren infizierten Fällen, die in Quarantäne sind, sprechen. Weil auch eine Krankheit, vor allem nach so 5., 7. Krankheitstag, nochmal einen anderen Verlauf nehmen kann. Und da es eine schwere Krankheit ist, ist das kritisch. Und so generieren die Daten. Aber die Frage war dann im Raum, wir brauchen mehr Daten. Und da war wirklich die Anfrage an die Ärzte, könnt ihr bitte privat in eurer Praxis noch Hotlines anbieten, weil wir müssen wissen, was die Dunkelziffer ist. Wir müssen eure Patienten kennen. Und da ist ja genau unser Ansatz zu sagen, warum soll denn jetzt ein Arzt ans Telefon den ganzen Tag? Wir können doch mit so einer App unterstützen. Und das, da ist quasi der Raum, diese Dunkelziffer zur realen Ziffer, die wir kennen, zu reduzieren und quasi auch das Personal zu entlasten mit solchen Aufgaben, ne? Nutzt man dann auch die App eigentlich, wenn man gesund ist? Also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Symptome habe, wenn es mir eigentlich gut geht, trage ich mich dann auch ein und sage, hey, mir geht's gut? Oder geht es wirklich nur für die Fälle, die sagen, hey, okay, ich hatte vielleicht Kontakt mit einem
einem Corona-Infizierten oder hatte Kontakt mit einem Corona-Infizierten oder habe Symptome und gebe meine Symptome ein. Also vielleicht erzählst du da auch noch mal kurz was zu. Ja, auf jeden Fall gerne immer benutzen. Wir sind jetzt gerade so weit auch weiterentwickelt, den Fragebogen. Der Fragebogen soll bitte einmal täglich ausgefüllt werden. Und dieses tägliche Ausfüllen, auch wenn man keine Symptome hat oder nichts hat, das sind trotzdem sehr, sehr relevante Informationen. Weil in dem Fragebogen steht zum Beispiel auch, ich bin in Quarantäne und zwar habe ich die selbst gewählt. Auch das ist eine Information und habe keine Symptome. Auch das ist eine Information, die hochgradig relevant ist, weil wir ja das Gesamtbild erkennen wollen. Es gibt so viele Datenpunkte schon zu der Krankheit, die erhoben werden, aber es gibt noch recht wenige Initiativen, Datenbänke und so weiter, die den Otto-Normalverbraucher, den normalen Mensch, der nicht infiziert ist, zu erfassen. Und dann auch noch ein wichtiger Hinweis, was der Mehrwert von sowas ist. Wir diskutieren jetzt gerade in der Politik, ging die Diskussion los, Bewegungsdaten erfassen. Hintergrund ist ja auch, dass man epidemiologisch verstehen will, wie schnell greifen diese ganzen Maßnahmen, also dieses Ausgehverbot oder das Kontaktverbot und so weiter. Dadurch, dass wir ja abfragen, Sie hatten Kontakt in den letzten 14 Tagen mit, können wir also auch da einen Mehrwert liefern. Wir wissen also auch, die Maßnahmen griffen nach einer Woche, weil dann auf einmal in der App keiner mehr angegeben hatte, er hatte Kontakt mit jemandem in Quarantäne. Am Anfang, in unserem Testcase, letzte Woche Sonntag, haben noch ganz viele angegeben, ich hatte Kontakt mit jemandem, der in Quarantäne war oder jetzt infiziert ist. Das ist ein sogenannter K1, K2 oder K3-Kontakt. Und nur der K1-Kontakt, also der direkt mit einem Infizierten Kontakt hatte, wird ja getestet. Alle anderen werden ja auch aus guten Gründen nicht getestet. Die erfassen wir trotzdem, auch wenn sie noch keine Symptome haben und komplizieren dadurch ein Bild, was vom RKI nicht ganz komplett aufgezeigt werden kann. Verstanden. Dann mach doch zum Abschluss nochmal kurzen Appell nach draußen, was jetzt die Nutzung angeht. Genau, sag ein bisschen was zum Ablauf, auf welche URL man gehen soll, dass wir hier auch jetzt die Community nutzen können, hier wirklich an dem Thema auch aktiv, ich habe gelernt, auch täglich mitzuwirken und genau und dort die Daten reinzunehmen. Ja, sehr gern. Also der Appell ist, bitte diese covid-puls.de Adresse einzugeben, in den Browser, ins Handy, am besten Lesezeichen einrichten und jeden Tag da einmal den Fragebogen auszufüllen. Er dauert wirklich nur eine Minute. Wir haben echt darauf geachtet, dass das schnell und unkompliziert auszufüllen ist. Und wie man morgens beim Aufstehen irgendwie kurz mal aufs Handy guckt, sofort einmal ausfüllen, dann hat man es getan. Man leistet einen riesen Mehrwert, ob es für die lokalen Krankenhäuser ist, ob es für die Institute ist, für die Regierung irgendwo auch ist, ja, und die Ministerien, da ist ein Riesenmehrwert da. Und wir sind jetzt dabei, den zu verfeinern und die Daten wirklich so gut zusammenzukriegen, dass wir anonym von Ihnen genau wissen, was Sie, wie Ihr Status gerade ist. Und dadurch liefern Sie einen solidarischen Beitrag. Und das wollen wir mit der App tun und deswegen haben wir die entworfen. Super. Und Disclaimer am Ende, ich glaube, du kannst das bestätigen, die Daten, die wir sammeln, werden wir nicht jetzt und auch nicht in Zukunft weder wir noch EY noch Adventure noch irgendjemand irgendwie verkaufen. Das heißt, es ist jetzt wirklich ein Sozialprojekt, wo man kurzfristig helfen möchte und wo man nicht, also keinen einzigen wirtschaftlichen Hintergedanken im Kopf hat. Das ist richtig, ja? Absolut. Ja, wir haben also die Daten an sich, also die Person an sich interessiert uns natürlich nicht, sondern uns interessiert nur der Wert für das Gesundheitssystem und für die bestätigten Stellen da. Ne? Ja, absolut. Super. Ich wünsche euch viel Erfolg, alles Gute und Dankeschön. Ich würde sagen, vielleicht treffen wir uns dann in ein paar Monaten auch im realen Change Rider nochmal wieder im Fahrzeug, ja, und dann fährst du da mal mit und dann kannst du hoffentlich nochmal weitere Erfolgsgeschichten erzählen. Leute, macht mit. Paul, vielen, vielen Dank, alles Gute hier aus Tirol, bleibt positiv und gesund. Vielen Dank. Dankeschön, Philipp, wäre mir eine Ehre und vielen Dank.